hold for a very important message. Das ist der erste Part, ne? Was? Also wir haben drei Teiler. Genau. Und das ist der erste Part. Ja, genau. Und es folgen halt noch zwei weitere. Okay. Genau. Was hängt das raus? Liebe Dudes und Dudinas. Nee, warte, du musst Ton klatschen, ne? Achso. Ja. Nee, warte, du musst das richtig so. Richtig mit Schmackes. Genau. Okay. Liebe Freunde der Nacht, liebe Dudes und Dudinas und natürlich liebe Schnuffelhasen, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Was ist das hier bitte für eine Konstellation? Ich weiß auch nicht. Es wird interessant. Ja, Mann. Will einer was erklären, warum wir hier sitzen? Nee, ihr habt es gemacht und ich sollte dabei sein. Und ich war so, ja. Wir sind voll am Quatschen, sobald die Kamera an ist, alles um. Oh, scheiße, die Kamera ist an. Ja. Es ist aufregend. Sanja, du bist in der Mitte, du musst jetzt machen. Liebe Leute, wir haben hier heute einen Dreiteiler für euch vorbereitet. Mhm. Und das ist der eine Teil. Dann wird es noch einen weiteren Teil geben. Und noch einen Teil. Also guckt euch alles einmal an. Und wir quizzen heute. Genau. Wir dachten uns, wir battlen uns gegenseitig mit einem Trash-Quiz, was vorher meine Zuschauer uns die Fragen geschickt haben. Wir kennen die gar nicht. Also, du kennst sie doch bestimmt alle. Oh, locker, sie hat bestimmt alles zu dir. Sie ist so eine. Ich schwöre euch auf den Tod meiner Mutter. Und ihr wisst, wenn ich auf den Tod meiner Mutter schwöre, ist mir das Allerheiligste. Nein, ich habe die nicht gesehen. Oh, ich wollte jetzt einen Gag machen, das geht ja nicht. Nein, das geht jetzt gleich. Ja, ich irgendwas mit... Nee, das geht... Ja. Red weiter, bitte. Nein. Und das, er ist wirklich, also, grenzwertig. Wenn die Kamera nicht an war, waren wir alle grenzwertig, ich schwöre. Ja, die waren auch so. Genau, und das machen wir jetzt gleich. Wir schreiben die Antworten hier auf. Genau, wir haben uns gerade Stifte besorgt. Wir haben herausgefunden, wie unsere Handys funktionieren. Dicke Schrift an. Was bekommt denn der Gewinner eigentlich? Ein Schlag vom Hals. Ein Schlag vom Hals, genau. Was ist das? Ein Schlag vom Hals? Das ist ein rheinischer Spruch, ne, glaube ich. Ne? Ein Schlag vor den Hals. Ja. So, bam! Ah, genau. Okay. Das, ich bin ja eher so der Materialist. Also deswegen habe ich gehofft, ich kriege ja irgendwas, kriegst noch was ich verkaufen kann. Du kriegst noch eine Kohle aus dem Kühlschrank. Wir unterschreiben alle. Okay. Genau. Okay. Bam. Und dann fand ich mal an. Okay, sollen wir loslegen? Ja. Und Juri ist der Showmaster übrigens. Juri hat alle Fragen auf seinem Handy. Wir lieben Juri voll. Ich liebe den Showmaster, ich lese nur die Fragen. Genau, und du sagst ja auch die Ergebnisse. Okay, also die Frage hat auch mehrere Auswahlmöglichkeiten, deswegen erstmal. Also machen wir A, B oder C? Genau. Ah, ja. Ich hasse A, B oder okay. C. Genau. Also, wer war nicht bei Temptation Island VIP? Lala und Aurelio, Gloria und Nico, Kate und Jakob, Paulina und Henrik. Wer war nicht da? Okay, ja. Fertig. Hä, ist doch... Ja. Ich habe mir keine Namen mehr. Das ist sowas schon falsch. Das ist schlecht, ne? Ich konnte nicht so genau zuhören. Wer war nicht bei Temptation? Bitte lies nochmal vor. Ich sehe jetzt schon, dass es falsch ist. War nicht bei Temptation Island VIP. VIP, ja. Okay. Wer war das? Können wir vielleicht so eine Zeitbegrenzung machen? Für richtig schlechte. Ja. Wir haben den habe ich schon verloren. Wir haben es richtig, ne? Wir haben beide das, ne? Oder? Was habt ihr? Nein, das sagen wir nicht. Wir haben es falsch. Also ich habe A, B oder C, D, was wir genommen haben. Ach so. Ich habe, ja. Ja. Was hast du mal gemacht? Ich habe die Namen mir aufgeschrieben. Ja. Ja, okay, geht auch. Okay. Ich nur die B. Was hast du? Okay, lass uns zeigen. Das ist B. Nicola und Gloria waren nicht bei Temptation Island VIP. Ja. Hab ich auch. Weil sie bei Temptation Island waren, Girl. Oh, süße. Oh mein Gott, du bist ja so unwissend. Das was hast du denn? Wer war A? Lala und... Lala Aurelio, das waren die langweiligen aus der letzten Staffel. Ich konnte halt nicht zuhören. Ja. Auch mich zu mobben. Aber das ist ziemlich gut. Dann ist sie schon mal raus. Ja. Okay. Deswegen sage ich ja, ich habe die Fragen nicht gesehen. I love it. Da sieht man's. Okay. Und ich wollte es einfach nur beweisen, wie schlecht sie ist. Oh, scheiße. Ich lieb's jetzt schon. Aber nein. Aber die Frage mit dieser Zeitbegrenzung ist vielleicht wirklich gut. Ist echt gut. Du bist auch eigentlich in diesem Team, oder? Eigentlich müsstest du Sachen machen, damit sie... Du antwortest nicht nur gut, sondern stellst auch gute Fragen. Sanja, du hast hier eine Wimper. Vorhin hat er mich dezent darauf hingewiesen, dass ich Popel in beiden Nasenlöchern habe. Ja, war voll nett. Nach 30 Minuten gemeinsamer Zug. Ja, ich wollte dich nicht im Zug anschreien, während du, oh scheiße, ich habe einen Popel in der Nase. Alle sehen. Deswegen hast du mich die ganze Fahrt so angeschält. Ja, natürlich. Ich kann ich konnte nicht, es war ein Unfall, ich konnte nicht weggucken. Ja. Okay. Jetzt sagen, er hat auch immer seine Nasenlöcher so präsentiert, er guckt immer so. Das ist immer, oh, richtig weird. Ja, jetzt hat er es tatsächlich nicht gemacht. Egal, Frage 2. Okay, Frage 2. Wer hat die erste Staffel Love Island gewonnen? Ja, ich gucke Love Island nicht! Bianca und Paco, Elena und Jan, Ricardo und Misha, Tracy und Marcelino? Marcelino. Ich gucke kein Love Island, ich lose voll ab! Ich bin auch noch nicht so lange dabei. Nee, ich glaube, das ist falsch. Ich nehme. Egal. Ja. Was habt ihr? Ja, ich hab B. Ich hab auch B. Oh. Aber ich glaube, es ist falsch und es ist C. Ich kenne diese Michelin.
Michelin. Du kennst Michelin Menschen. Nicht? Michelin, ne? Keine Ahnung. B? B? Es ist tatsächlich C. Oh mein Gott. Wusste. Wer war das? Das waren Elena die anderen. Elena und Jan. Elena? Und Jan. Elena Miras und Jan. Ach so, ja, ich wollte eigentlich C nehmen. Ja, falsch. Ach, Elena Miras. Ja, das habe ich auch gedacht. Hey, ich habe nur 3 Stunden geschlafen, ich bin voll nervös, ich kriege gar nichts hier mit. Deswegen ist sie so erfolgreich. Das ist richtig gut, wieder. Oh, kacke. Oh mein Gott. Ich bin richtig kompetitiv, merkt ihr eigentlich? Ihr so, oh, ich liege falsch. Ja, ihr seid falsch. Boah. Ihr seid Loser. Oh mein Gott, okay. Next. Okay, also das ist jetzt hier vielleicht so eine eher eine Schätzfrage. Aha. Das wird immer besser für dich. Sie kennen nicht Zahlen, Leute. Kannst du gut verlieren? Nur mal so. Ja, tatsächlich. Kein Problem. Prophylaktisch. Ja, doch. Halt. Ist ja, du musst auch immer, wir müssen immer einblenden, wie viel steht nach jeder Frage. Richtig. Ja, das blenden wir auch alles ein. Juri macht das. So eine Bing-Uhr. Und ja, du machst das auch, Sanja. Ich weiß nicht, aber du schon. Für jeden so eine Zahluhr, so eine Point. Zahluhr ist der Begriff. Okay. Okay. Von wem stammt der Satz peinlich des Todes? Gloria Glumak, Christina Dimitru, Christine Oktara oder Karina Spack? Ich weiß das. Oh, ich weiß so viel. Endlich will ich mich mal intimieren. Oh, ich weiß so viel. Ich weiß so viel. Nein, ich weiß schon wieder nicht, was das sagen. Das sag ich zum Beispiel auch, peinlich des Todes, weißt du? Nee, das nein, du sagst immer, peinlich sein Urgroßvater. Ah, und ich habe das von dir übernommen. Ah, okay. Das ist so ein Nachmacher. Ja, okay, was ehrlich, habt Inspiration. Ihr? Ich sag B. B. Oh, scheiße, Mann. Und vielleicht hast du auch recht. Und was ist es? Natürlich nicht A. B. Wer war denn das? Wer hat das gesagt? Aber, Mal Christina, die mit Christina Oktara. Nee. Bei Temptation Island, ja, mit Alex. Das ist peinlich des Todes mit. Ja. Ja. Aber ja, so, ich habe auch noch die Lippen dazu im Kopf. Ja. Ey, ich wollte dir sagen, ich habe dicke Lippen. Habe ich dicke Lippen oder sind die normal? Sie sehen auf der Kamera dicker aus, aber hier ist es okay. Ja? Ja, oder? Sie sehen gut aus. Ja. Boah, ich kann voll gut hinterrücken. Muss wieder machen, aber machst du was rein? Ja, immer oben. Siehst du das nicht? Du gleichst blind. Ja, ich hatte ja auch mal dicke Lippen, ne? Hast du gespritzt mal? Ja, 2,5 Milliliter. Hartes Zeug, das ist so 2 Jahre später immer noch in der gleichen Menge vorhanden. Ich habe 0,7. Ja, krass. Und dann hatte ich 3 Hylasen. Natur. 3 Hylasen? Was sind Hylasen? Gibt's auch auf YouTube. Könnt ihr euch hier angucken. Ja, wirklich. Boah, kannst du das richtig machen? Ich kann das nie. Ja. Ich sag immer, links oben. Ja, weiß ich nicht. Ich mach, Leute, guck hier hin und dann guck ich mir das Video an. Leute, ich bin guck so hier dumm. Ja, ist immer links oben. Ja, von den Zuschauern aus rechts. Ja, ich bin dumm. Ich kann das nicht. Das kann ich nicht. Nee, du musst alles aber nicht. Oh, dein scheiß Tamagotchi. Ich liebe Gesellschaft. Boah, die hatten Tamagotchi. Ich kotze. Nein. Komm, ihr spielt Gesellschaftsspiele abends. Ja, das macht Spaß. Ja, Tamagotchi auch. Ist mein einziger Freund. Das klingt mir, das glaube ich dir. Ich spiele andere Sachen. Das glaube ich dir auch. Sani, möchtest du eigentlich noch von gestern Abend berichten? Was war da? Ich hab ganz viel Spaß gehabt gestern. Really? Ja, nee, das kann ich nicht sagen. Hör auf. Really? Bitte, oh Mann, er ist so doof. Warum bin ich hierher gefahren? Du hast da immer noch eine Wimper. Oh, das ist ganz schlimm. Frage 5, okay, oder? Oder sind wir 4? 4, Frage 4. Ich hab schon wieder vergessen, wo wir sind. Jetzt muss ich was wissen. Wir drücken dir die Daumen. Jetzt geht's um Schnelligkeit. Okay. Wer fragte, ob die Verführerin die Pille nahm? Die Pille fertig. Habe ich, fertig. Den Namen! Mark Robin. Ja, genau. Ja, Mark Robin. Genau. Dann habt ihr verloren. Ja. Ja, du bist so toll. Weil er meinte, es geht um Schnelligkeit, ne? Ja, heißt doch gut jetzt. Ja. Schön, dass kannst du bei Schnelligkeit verlieren? Richtig ich weiter bin vorne bist. Das ist echt ein Problem. Ja, Mark Robin, ja, Mark Robin, ich konnte so schnell nicht schreiben. Boah, ich war kurz vor Alex und dann weißt du, nee, es war Mark Robin. Nee, das war Mark Robin, das war in dieser Ecke Robin, da. Ja. Aber der hat sich jetzt gemacht, ne? Der hat sich die Haare gemacht. Kann er sich ne? machen? Aber nee, findet ihr nicht, dass er jetzt so viel sympathischer ist? Naja, komm, es ging ja, ist auch nicht schlecht da. Also ich finde, er hat sein Image die auch. Die Messlatte war nicht sonderlich hoch bei Mark ja, Robin. Ja, also da war nicht mehr viel Luft nach unten. Ich war ja eh der Einzige, der sich damals schon da reingebracht hat. Ich habe so viele Nachrichten bekommen, dass alle dich ich auch. So, was juckt mich das, was Sanja tut? Hast du, weil du ihn positiv... Nein, der hat ihn interviewt. Habe. Der hat nach dem Tech, ist er nach Dresden oder so gefahren, um den zu interviewen. Und alle so... Karlsruhe. What? Ist doch das selbe. Aber hast du viel Hate kassiert? Ja. Ja, natürlich. Aber Cash auch, ne? In welcher Staffel von Das Sommerhaus der Stars kam es zu einer Mobbing-Dynamik gegen Eva? Ja, in welcher Staffel? Oh, ich weiß. Das Jahr schreiben. Nee, fertig. Ich schreibe die Staffel auf.
Ich schreibe das Jahr und Staffel. Und ich war die Staffel gefragt. Du musst die Staffel schreiben. Boah, keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Was ist das Jahr? Ich weiß auch nicht. Darf ich fragen, in wie viel... Nö, weiß ich nicht. In welcher Staffel wir dieses Jahr sind? Es gibt nur zwei Staffeln. Nein, deswegen, ja, dann wissen wir. Fünf oder so, ne? Okay. Ja, okay. Nee. Nee, okay, ist egal. Ich kann auch mal verlieren. Aber, okay, schreib dann, auch die Staffel auf. Die Frage ist die Staffel. Okay, dann schreibe ich nicht die Staffel. Dann schreibe ich das Jahr auf, nur die Staffel. Nee. Ich hoffe, dass es richtig ist. So. Sind alle ready? Ja. Was habt ihr? Ich habe 5. Ja, ich habe 2020. Das ist locker. Also 2020 war mindestens die vierte. Also ich bin mir nicht sicher. Ja, deswegen. Ich weiß, 4 oder 5. Staffeln. Okay, geil. Das Ding ist, also ich hatte erstmal 2 stehen. Dann habe ich bei ihm rübergeluschert und bei ihm stand 5. Dann wollte ich 5 schreiben. Mhm. Aber jetzt habe ich wieder 2, weil ich ehrlich sein wollte. Und du hast auch 2. Mhm. Und es ist 2. Nein, 2 ist auf jeden Fall falsch. Falsch. Warum? Weil der Wendler schon in Staffel 3 war und das war danach. Hä? In wie vielen Staffeln sind die denn? Ich glaube, die sind in Staffel 6 oder 7 schon. Aber du hast ja auch nicht so viel am Hut mit Sommerhaus. Doch, Start, ich habe ja angefangen mit Sommerhaus. Was ist die Antwort? Ja, 2020. Ja, aber was ist das für eine Staffel? Das Staffel 2020 Frage. Sommerhaus. Sorry. Effa, Beneteau. Also ich frage, was ist die FH? Staffel, Sommerhaus. Staffel. Ja, wow, deswegen hast du... Boah, geh doch mal auf Wikipedia, da stehen die Staffeln aussortiert, du... Jetzt muss ich hier wieder googeln, weil ihr nicht googeln könnt. War André Mangold in der Zeit auch drin, ne? Das ist das Problem gewesen. Findet ihr den heiß? Was ist... Oh Gott. Oh, gar nicht, der ist nämlich komplett unbumsbar. Unbumsbar? Ja. Boah, ich guck jetzt vielleicht mal. Vielleicht wegen seinem Charakter. Ey, aber warte mal, Julian? Welcher Julian? Zietlow? Ey, das ist übel, oder? Der ist aber hot, ne? Staffel war die 5. 2020 war die 5. Ich habe das Bild mit diesem Kleinen gesehen und den Busch. Das war die 5. Es war die 5. Seitdem ich das Buschfoto gesehen habe, kann ich nicht mehr aufgehen. Was für ein Buschfoto? Das sind die Nacktfotos. Warum? Ich hab euch doch gefragt. Ja, ich wollte das nicht sehen. Ja, siehst du selber schon. Weißt du, was ich mache, wenn ich höre, dass da irgendein Drama ist? Ich denke mir so, ich mache das einzig Richtige. Ich gucke nicht hin, damit es ignoriert wird. Nicht wie alle anderen Menschen, ich gucke es mir an, sondern ich gucke weg. Also Trash-TV-Reaction gerne. Mich verbindet das dann nochmal mit ihm. Wie? Ja, ich mag so natürlich. Guck ihn doch an. Aber der ist in der Sekte. Ach so. Wieso? Wer denn noch? Der ist Marschakul. Weil mir das ja vorgeworfen wird. Aber haben wir eben drüber gesprochen. Aber er ist wirklich halt da. Die leben nach diesem Marschakul. Naja. Wer ist das überhaupt? Also warum könnte man den vorher? Ja, das ist... Fitness-Influencer. Ich habe seine App sogar. Ich habe damit richtig gut trainiert und richtig gut abgenommen und mit den Schritten. Und dann ist das der Absturz. Und jetzt gibt sie ihm das Dankeschön. Und Boah, Iman haut zurück, ey. Nee, also ich bin ja noch nett, ne, bei dem. Ich finde den richtig sexy. Also so rein optisch. Oh, ich kann mir ich weiß nicht mehr, wie er aussieht. Das ist so lieben. Okay. Du bist auch ein bisschen... Ja, rein, bin ne? ich ja. auch. Ehrlich? Ja, ne? Du findest auch den Milan geil. Stimmt. Boah, Leute, damit fangen wir besser gar nicht erst an. Okay, next. Für einen Punkt. Ja. Hast du überhaupt schon einen Punkt? Nein. Du hast gar keinen. Nein. Mach. Aber sorry, der Milan. Wir haben beide drei, ne? Wir haben beide drei, und sieht gar nichts. Ist er Model auch? Der hat viel gemacht früher, ja. Wenn er die Haare geglättet hat sogar. Oh mein Gott. Der hat helle Augen, grüne Augen, dunkle Haare. Aber schon, ich fand nicht mehr raus mit dem zu sagen. Ja. Ja. Ich sehe ihn gerade durch den Fernseher. Hörst du uns, Milan? Nee, gar nicht. Ihr seid so dezent und leise. Ich dachte, der ist irgendwo im Zelt in deiner Küche. Ich dachte, da ging es um den Balkon. Was macht er denn da für eine Bildbearbeitung? Aber jeder freut sich. Jeder freut sich darüber, Komplimente. Ja, voll. Der weiß selber, dass er hübsch ist. Das passt schon. So eingebildet. Boah, ich hasse sowas. Milan, du bist voll der Eingebildete, sagen die hier schon. Habe ich schon gehört. Ja. Erzählt man dir öfter, ne? Ja. Also das ist von Videos von uns. Okay. Okay. Schön, aber alles schön mit rein. Hm? Ja. Da steht 3-3-0, ne? Ja. Wir sind, wir machen immer noch Schwanzmessen, ne? Ja. Wir den ganzen halt. Ich bin nur dabei. Okay. Sie hat von Anfang an verloren. Von Anfang an keine Chance. Wer sang in seinem eigenen Lied Sophia Tomala macht mich ballerballer? Ja, habe ich. Fertig. Ich auch schon. Dann bist du schon raus. Hallo, nein, mein Finger war weg. Deine Gelnägel sind zu lang. Ja. Okay, 3-2-1. Ja, Kevin. Guck mal, wie die Kelvin geschrieben hat. Ja, ich das so. Guck mal, ich habe mir wenigstens Mühe gegeben. Naja. Kelvin. Dein Haar sieht aus wie ein... Kriege ich auch einen Punkt. Ja. Ich hoffe, wir sind alle gut jetzt. Okay. Ich hasse, wenn alle Gewinner sind. Aber wenn das früher im Kindergarten gesagt wird, alle haben gewonnen, ich habe gekotzt. Alle haben gewonnen. Kevin, der Süße. Ja. Sophia, Tomala. Du hast ihn jetzt getroffen, ja. Wir haben uns gestern versöhnt, ja. Und richtig gut, ehrlich. Hast du Kevin schon getroffen? Bei Netflix, begrüßt uns. Ah, ja. Wir haben ja keinen Streit. Küsschen links, küsschen rechts. Stimmt, wir haben über ihn geredet und über Gigi.
Wer? Wir beide. Über, in ja. unserem Versöhnungstraum. Ihr wart bestimmt locker drunk und wisst beide nichts mehr davon. Sie war richtig. Du hast wie eine Wimper. Was war ich? Sie war richtig so. Geht bei dir. Du lagst da schon fast. Nein, Spaß. Nein, aber ich hatte gut einen Sitzen. Ist doch gut. Ich dachte mir erstmal, ich muss locker werden. Wie willst du das denn ertragen? Also, ja, alles. Ich musste. Ja, ich meine, wenn du die ganzen Leute siehst, würde ich auch erstmal saufen. Du warst ja heute Morgen schon betrunken. Ich hatte mal angesucht, bevor ihr hinkommt, ey. In welchem Format lernten sich Tommy und Sandra kennen? Fertig. Wie kannst du das so schnell schreiben? Ja, abgekürzt. Tommy und Sandra. Dann habe ich auch abgekürzt zu schreiben. Ja, habe ich. Ich bin fertig, ich habe schon irgendwie hinten. Mhm. Ja. Was haben wir? Bei RTL aktuell. Ja, oh, das, ja, das ist auch clever. Jeder hat einen Punkt, super. Wisst ihr, welche Staffel das war? Wisst ihr, welche Staffel das war? Nein, welche war es? Drei. Die dritte. Wow. Die zweite, die zweite. Das ist schade, dass es bei denen auseinandergegangen ist. Ja. Ich kann es auch nicht verstehen. Hm. Das stimmt, du kennst sie, du warst ja tausendmal zum... vorbei. Interview. Boah, das war mein schlimmster Flug, ey. Aber alles schiefgelaufen. Aber da war schön, wegen, ne? Düsseldorf und so. Ja, die beiden wirkten wirklich wie ein Paar mit Zukunft. Ja, ne? Wirklich. Und dann kam Temptation Island VIP. Mhm. Und ich dachte, alles sei fake. Ich dachte, alles sei fake. Echt? Ja, weil ich das nicht glauben konnte, dass so eine Sendung, dass Lola die Dumme das kaputt macht. Ah. Boah, Lola die Dumme. Nein, die Süße. Du hast sie auch gestern... Boah, ich liebe Lola. Boah, du hast richtig voll mit der rumgeknuddelt. Das habe ich gesehen auf Insta. Oh mein Gott. Und die war so, wer bist du? Ja, okay, wir können knuddeln. Ich habe Sandra ja im Interview gehabt. Und da hat sie auch sehr geweint, wo die Kameras aus waren. Bei dir auch, ne? Hat mir so leid getan. Ja, mir auch. Ich habe auch, also, ich fand es so schade. Ich habe kurz gedacht, die haben so eine Fake-Trennung gehabt, weil ich gedacht habe, das ist ein echtes Paar und haben jetzt eine Fake-Trennung für den Fame und dann doch nicht. Meint ihr, dass er das extra gemacht hat? Nee. Weil er eh schon mit ihr Schluss machen wollte? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Und ich finde, er hat jetzt falsche Freunde. Wer sind seine Freunde? Ja, wenn ich so sehe, mit wem man chillt. Mit wem chillt er denn so? Mit wem chillt er? Mit irgendwelchen Bad Boys. Mit Calvin, glaube ich. Also so der Sorte. Sorry, Calvin. Ich wollte nicht mehr schämt über dich. Wir sind jetzt so, wir sind so voll chill mit Calvin. Aber ich glaube, das wird er sogar feiern, weil ja, das ja, Image will er ja. Ja, ja, das passt auch. Nein, das dass ist man abfällig über ihn redet. Ich darf nur nicht mehr über seine Mutter reden. Toll, dass du es gerade wieder getan hast. Weiter geht's. Gut, genau, nächste Frage. Warte, wir haben jetzt beide 4 Punkte und waren einmal verkackt. Also kommt jetzt ich glaube, ich habe 5 Punkte, du hast 3 Punkte. Nein. Du warst auf dem Gymnasium bestimmt, ne? Nee. Nein, okay. Vielleicht. Was denn? Vielleicht möglich? Möglich? Okay. Welchen Beruf hatte bei Make Love, Fake Love der Fabio, bevor er in der Sendung teilnahm? Ist er das nicht mehr? Ja. Ah! Ist er das nicht mehr? Oh Gott! Ja. Boah, das war, weil ich habe Make Love, Fake Love gesucht, das weiß ich. Das, ja, boah, das hat jedes Mal. Wisst ihr, was das Geilste war? Am Anfang hat es keine Sau gejuckt und plötzlich, als Max dann da war, dann ist es auch bei meinem Kanal durch dick. Und dann habe ich auch gesehen, wie alle anderen, ich habe von Anfang an drauf reagiert und dann haben alle plötzlich drauf reagiert. Ja. Oh, das gibt Klicks, das mache ich auch. Das war aber einfach gut. Ich fand es mal echt mal was anderes. Ja. Das war mega. Aber wisst ihr, wer es eigentlich hätte machen sollen? Eine Krakelschrift, ja? Wisst ihr, wer die erste war? Sag uns den Namen. Sag mir den Namen, ich weiß es nicht. Jill. Jill angeblich. Ah, angeblich. Ja, aber sie wollte ja weiter mit. Das hatte auch nicht, fand ich auch. Gott sei Dank nicht. Ja, kannst du. Ja, nee, ich fand jedes schon schnarchlangweilig, aber es ist besser schnarchlangweilig als Jill. Wie stehst du denn zu Jillis? Ich habe kein gutes und kein schlechtes Gefühl gegenüber. Komplett neutral. Ich finde, jedes hat eine gefühlt Ernsthaftigkeit reingebracht, dass sie wirklich jemand verzweifelt sucht. Also verzweifelt ist das Wort. Ja. Aber dass jemand sucht. Ja. Und ja, dass es nicht auch fake ist. Das stimmt. So kenne ich ihn gar nicht. Ich mag deine neue Seite. Ja. Nein. Das stimmt aber natürlich auch. Ja. Also mit ihr. Ja, was hast du? Staubsaugerverkäufer. Ja, ich habe nur Staubsauger, weil der ein Staubsauger war. Nein, okay, aber dann hast du Staubsaugerverkäufer. Das ist ein Punkt. Das ist ein Punkt für uns alle. Ich wollte dich zu Ende schreiben. Macht er das nicht mehr? Nee, ich glaube nicht. Er soll ja bei Aito bei sein jetzt, ne? Sobald du einmal im Fernsehen bist, bist du im Fernsehen. Fabio. Aber sonst schon. Und Max doch auch? Mhm. Ja. Ah, okay. Max und Fabio. Und ja, Rosenschwestern, ne? Mhm. Ja. Machen das klar. Mhm. Boah, da sind auch wieder ein paar, ich habe gesehen, ein paar Bilder habe ich gesehen, habe ich schon wieder gar keinen Bock drauf auf Aito. Dann, aber, naja. Wir wollen ja auch rein, ne? Bei Aito. Das ist ja lustig. Und wir wären bei Aito One. Ja, stell mir vor. Ja? Ihr wisst schon, dass ihr für beide Single sein müsst, ne? Ich bin Single. Ich sage beide. Sie ist auch bald. Nein, Gruß geht raus, Patrick. Jetzt die Gerüchteküche angehalten. Ja. Oder so, warte mal, was sagen hier nicht? Gay, hä? Alle Wer von euch hasst Vanni schreibt auch so sehr? Ich kenne sie nicht. Digi, sie war einfach bei Ex on the Beach in Mexiko. Was? Habt ihr nicht mitbekommen? Nee, das was? Sie durfte mitfliegen zu Ex on the Beach und hat ganz viel Content produzieren dürfen. Sie hat immer wieder mit den Leuten reden dürfen. Ach, klar. Und ich war in der Zeit sogar in Cancun. Hätte ich das gewusst, ich schwöre, ich war ausgerastet. Oha. Voll schön.
Für sie. Für sie. Also, ich habe auch keinen Kontakt mit ihr. Denke immer so, ja, okay. Fertig. Ich denke, was ich glaube, die Anni mag die irgendwie. Nein, ich mag die auch. Ich bin nur neidisch. Ja. Bin ich ganz ehrlich. Boah, du bist so eine, boah. Ich bin so eine Gift-Kuh. Ist echt so. Ist echt so. Ja. Jedes Mal, wenn ich mit dir rede, du schädest alles weg hier. Das ist ekelhaft. Ich denke mir so, Sanja, halt dich doch mal zurück. Ich muss meine Emotionen Luft lassen. Ja, ist okay. Ich finde es schön. Ich hasse sie auch. Okay, letzte Frage noch. Ja. Ach shit, jetzt. Ich muss einen Punkt holen. Damit du auch einen hast. Ich finde, wir müssten den Wetteinsatz anders machen. Boah, kannst, Schlag von Hals ist nicht das, was du willst. Nee, dass man irgendwie so eine Stinkesocke riechen muss vom anderen oder so. So richtig eklig. Ich krieg aber Herpesdreck. Ja, das ist unsere also, ah, hast du das gemacht oder was? Ja, aber damit haben wir ja nichts zu tun. Dann. Ich krieg alles, wenn ich mich so von ekel oder so, krieg ich Herpes immer im Mund irgendwo. Ich muss, also ich bin, nein. Weiterhin, ja. Was haben wir denn da im Hut? Ja, ehrlich. Wäre lustig, boah. Ne? Wollt ihr das sehen oder nicht? Hab sich das Views. Ja, ehrlich. Welchen Song sangen Alex und Vanessa bei Temptation? Ah. Oh! Ah! Stopp! Ja, ich schreib's auch. Hallo, es war kein Wer als Erster hat wohl gesagt. Ah! Boah, ist das schön geschrieben. Ja, ich kenne ich. Oh Gott, ich kenne diese Cringe-Szene. Die ist so schön, oder? Ja, ja. Ne, die sind oh, im Sommerhaus, die. Ist das, ne? Ja, boah, das wird so heftig. Oh, ja, da freue ich mich richtig drauf zu. Aber wie meint ihr das? Ich habe gehört, dass sie Probleme, dass sie schon jetzt Probleme hatten. Oder hatten die haben noch keine Probleme. Ich nehme es denn darauf. Bei einer toxischen Beziehung, nein. Hast du immer Probleme. Hast du jetzt was geschrieben? Oder? Nein. Hast, oh, dann hast du wir beide haben. Dann ist von Cassie. Nein. Ist es halt ein Faithful. Das bedeutet, ich habe wohl gewonnen, dass die letzte Frage was sein. Und deinem ich habe einen Punkt aufgeholt. Oh, ich finde es so scheiße. Und deinem Video gewonnen. Wiederholung. Wir machen ja jetzt noch, wir machen jetzt noch ein Video, wo du nochmal Chancen hast. Alles genau. Auf null resettet. Genau. Aber wird es auf null resettet oder machen wir weiter? Nee, null resettet. Okay. Dann nö, null, ne? Ja. Ja. Dann habe ich jetzt, du hast verloren. Ja. Es tut mir wirklich leid. Du darfst deine Socke ausziehen und ihr ins Gesicht schieben. Ekelhaft, ey. Ekelhaft. Ich will das Männern. Und du hast gewonnen. Ja. Du kriegst gleich eine Belohnung von mir. Ein Lappy. Ne? Und in dem Sinne sagen wir, ja. Danke fürs Zuschauen und es geht in einem Video und in noch einem Video, wie gesagt, nochmal weiter. Genau, wir laden alle drei gleichzeitig hoch. Ne? Genau, danke fürs Zuschauen. Ja. Lasst uns in den Kommentaren wissen, wen ihr hier am meisten mögt, wen am wenigsten. Das ist sehr wichtig für uns. Total. Vor allem für Yvonne und ihr Ego, die braucht das. Oh boah. Aber schreibt auch, dass ihr die hasst, ist okay. Ja, das ist auch in Ordnung. Ist das dein Verlobungsring? Ja. Boah, was ist das für ein Oschi? Ja. Ist der echt? Ja, natürlich ist der echt. Ja, hätte doch fake sein können, mein Gott. Nein, ich liebe Bijou Brigitte. Oh, der war gut. Der war richtig gut. Cool. Ja, okay, schön. Tschüss. Geil. War stark. Oh Gott, war das scheiße. Ich hab's so rund. Das war echt geil. Wer macht's jetzt?